Was habe ich hin? Unbegreiflich. Ein Hammer nach dem anderen haut er raus. Ja. Unser lieber kleiner Habeckchen. Den könnte ich ja mal so richtig. Ah, was hat er denn jetzt schon wieder angestellt, der liebe Robert? Naja, lieb, lass ich wirklich mal dahingestellt. Aber das andere, das erzähle ich dir direkt mal nach dem Intro. Hallo Leute, ich bin's, euer Knollte. Ja. Das Habeckchen, ne, hat sich jetzt mal wieder über die AfD-Wähler ausgelassen. Die bösen, bösen, rechten AfD-Wähler. Was hat er denn gesagt über die Leute? Also, ich kenne genug AfD-Wähler. Die sind schwarz im Gesicht. Ich kenne genug AfD-Wähler. Die kommen aus dem Ausland. Und die sollen alle recht sein. Auch die Mitglieder von der AfD, die schwarz sind und aus dem Ausland kommen, sind die auch recht? Nee, sind sie nicht. Heißt ja immer nur so. Denn die sind ja gar nicht rechts. Aber das Habeckchen, ne? Das kleine Robert Habeckchen, der hat jetzt gesagt, die Leute, die rennen ja alle nur zur AfD, weil die ihre Freiheit lieben. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Wie, die lieben ihre Freiheit und deswegen wählen die AfD? Ich denke, die AfD steht dafür, die Menschen zu unterdrücken, sie zu versklaven. Nee, das sind eben die Altparteien, die so denken, ne? Guck mal, das Heizungsgesetz oder da, wo dieser komische Virus da war, diese Lockdowns, Einschränkung, Einschränkung, Einschränkung. Und die AfD, die hat da immer nur gegengewettert. Die hat gesagt, nee, mit uns geht sowas nicht, wir wollen das nicht. Aber die waren zu wenig, die hatten nichts zu melden. Ja, und jetzt gehen die Leute alle nach der AfD, weil die ihre Freiheit lieben. Weil die sich nicht immer bevormunden lassen wollen, tun, ne? Nee, die wollen ihr eigenes Leben leben. Die wollen selber entscheiden, womit sie heizen und wie viel sie heizen. Und die wollen selber entscheiden, ob sie draußen den Hitzetod erleiden wollen oder lieber nicht, ne? Weil ab 35 Grad will der Klabauterbach ja einen Lockdown wieder haben, ne? Wegen... Es wird zu warm. Wisst ihr auch, wie warm es schon in der Hölle ist? Und dann jammert ihr über 35 Grad. Jo, früher nannte man das Sommer. Eindeutig nur Sommer. Heute Klimawandel, Erderwärmung. Ich lach mich kaputt, Leute. Ich lach mich kaputt. Nee, brauchst du dich gar nicht kaputt zu lachen. Weil neben Habeckchen hat auch Joey Boy, der beiden, ne, da aus Amiland sich mal wieder verplappert. Also diese komischen Kontentstreifen da oben. Jetzt hat er zugegeben, dass da was sprühen wegen der Erderwärmung. Wie heißt das? Geoengineering oder so ähnlich. Ja, mein Englisch ist grottenscheiße, ne? Also macht nichts. Aber er hat jetzt zugegeben, wir müssen da noch mehr sprühen gegen die Erderwärmung. Ja, und wenn du mal im Boden gucken tust, so, manche Wissenschaftler machen das ja manchmal. Findest du, verhäuft Aluminiumrückstände, da wo sie gar nichts zu suchen haben. Mitten im Wald, auf freier Prärie. Wie kommen die dahin, wenn sie nicht vom Himmel fallen? Und wenn ich mir so die Bevölkerung angucke, wie verdummt die langsam sind. So gut wird geherrschend Aluminium auch nicht zu sein. Nun, lass mal wieder das Volk in Ruhe. Die können da ja nun mal absolut gar nichts für, ne? Gar nichts können die dafür, überhaupt nicht. Die sprühen da Zeug nicht. Und die wissen das auch nicht. Nur wenn so ein Verschwörungstheoretiker daherkommt, wie du, Herr Ragnarök, und sagt, die machen das, dann glauben die das nicht, ne? Die glauben das einfach nicht. Und jetzt, wo das so ein Joey gesagt hat, glauben die das immer noch nicht. Ich glaube erst, wenn der Alu wieder aus den Ohren rausrieselt, dann glauben sie es. Ja. Ja, aber das dauert ja noch viel zu lang, bis der Alu wieder aus den Ohren kommt. Das wird ja wohl niemals nicht passieren. Also Leute, einfach mal nachdenken. Wer von euch ist in den 60ern geboren oder früher? Oder sogar Anfang der 70er? Wie sahen denn früher Kondensstreifen aus? Wie sahen sie aus?
kurzen Streifen, ruckzuck weg. Und wie sehen sie heute aus? Ganz lange Streifen und die werden immer breiter. Und der ganze Himmel wird mehlig. Ja, ja, aber die sprühen nichts. Nee, da kannst du noch so ein Verschwörungstheoretiker sein. Oder so ein Gegner davon. Wie kann denn das? Hat sich die Atmosphäre so verändert in den letzten 40 Jahren, dass die Kondensstreifen sich ändern? Oder ist da doch was drin? Nachdenken, ne? Also, in diesem Sinne sauber bleiben.